Jo, hi, ich bin's wieder, der Philipp mit F und also von Rezension und ich starte jetzt eine neue Serie über YouTube, speziell über YouTube und jetzt kommt mein erstes Tutorial. Wie kann ich jede beliebige Farbe bei meinem Kanaldesign einstellen, also bei der Schriftart oder was weiß ich, beim Hintergrund oder bei der Wrapper-Farbe. Ja, gucken wir einfach mal an. Also, gehe erstmal auf YouTube. Auf meinen Kanal. Dauert ein bisschen, glaube ich. You've got a problem. So, jetzt seht ihr hier zum Beispiel diese Schriftfarbe hier, die gibt es hier nicht so. Also wenn ich jetzt auf Hintergrund und Farbe gehe und hier die Farbe hier auswähle, diese Farbe gibt es eigentlich nicht. So, aber wenn ihr jede beliebige Farbe haben wollt, müsst ihr diesen Farbcode eingeben. Damit ihr aber rausfindet, welchen Farbcode es für welche Farbe gibt. Ups. Geht hier auf eine Seite, da gibt es so einen Color Picker. Der Link ist in der Beschreibung und jetzt könnt ihr hier einfach hier das Ding lang ziehen. Sagen wir mal, ich nehme jetzt mal ungefähr meine Farbe, die ich hatte. Ungefähr so. So, jetzt sieht man hier unten den Code. Wenn ich jetzt die Schrift, also sagen wir, machen wir mal das hier. So, haben wir den Code. Kopieren ihn. Gehen wieder auf mein YouTube zurück. You've got a problem. Ja. Und fügen ihn einfach hier ein Stück vor. So, jetzt passiert noch nichts. Ihr müsst davor unbedingt diese Raute wieder schreiben. So, jetzt Achtung. Sieht man, hat sich so geändert. Also ganz einfach, ihr müsst auf die Seite gehen, die heißt http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex11/uwcolorpicker/index-html. So, ja, also den Link tue ich nochmal in die Beschreibung. Mein scheiß Headset fuckt mich gerade ab. Und ja, das war's wieder, der Philipp mit F von Rezension. Hoffentlich hat euch dieses Tutorial gefallen. Und im nächsten Tutorial zeige ich euch irgendwas anderes über YouTube. Ciao.